Lord, we humbly come before you and ask for your Holy Spirit's presence tonight. We pray for unity in the body of Christ, supernatural unity. Lord, make us one in you. We pray for the city of Cologne and your blessing on every aspect of this community. We ask you to supernaturally empower people to care and love one another. Lord, we ask you that each of us would leave this place tonight different, filled with grace, filled with love, filled with mercy. Let this night, Lord, have an internal impact on this nation. Change the course of history, Lord, focusing on you, Almighty God. Amen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. So gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben, und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis,
und die Finsternis hat es nicht auslöschen können.
Die letzten Wochen und Monate waren für uns persönlich gar nicht leicht. Und vielleicht geht es dir gerade auch so, dass dein Herz vielleicht voller Zweifel ist. Und du sagst, wow, die haben so viel Glauben. Und es fällt dir gerade total schwer, Gott anzubeten, auf ihn zu schauen. Aber ich möchte dich einladen, dass du dich einlässt, dass du dein Herz weit machst, weil Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Er ist mitten unter uns. Er ist hier. Und er möchte dir heute Abend begegnen. Er möchte dir die Zweifel nehmen. Er möchte dir seine Hand entgegenstrecken. Er möchte für dich da sein, so wie er für uns da war. Er ist treu und er ist gerecht und er ist voller Wahrheit und Leben, das, was wir alles gerade schon ausgesungen haben. Bei ihm dürfen wir zur Ruhe kommen, zurück zu ihm. Manchmal wird unser Vertrauen gebrochen und wir geben ganz schnell Gott die Schuld. Aber wir dürfen uns bei ihm bergen. Er spricht nur Wahrheit, er lügt nicht. Wir dürfen zurück zu ihm kommen, zu jeder Zeit. Seine Gnade ist jeden Morgen neu und auch heute Abend. Ich zieh mich zurück, isolier mich ganz, geb nicht zu, dass ich so viel vermisse. Angst, die mich lebt, bevor wieder was passiert. Dieses Gefühl lässt mich nicht mehr los. Endlich raus, muss raus aus meinen Zweifeln. Einfach mal nur ich sein, keine Masken tragen. Werfe alles von mir um die Hürden zu überwinden. Sehn mich danach, nochmal neu anzufangen. Ich will zurück, wo ich hingehör. Zurück zu dir, wo ich mich verliere. In dir finde ich alles, was ich brauch. Und bin ich bei dir, zeigst du mir mal wieder, dass ich angekommen bin. Dass ich
nach Hause leiten, hin zu dir. Denn ich will zurück zu dir. Ich finde statt Fragezeichen Klarheit, tausche Ängste und den Schmerz gegen wunderbare Wahrheit, die meine Welt zusammenhält. Und immer wenn ich mit dir rede, dann bleibt nichts mehr, wie es war. Alles setzt sich in Bewegung und das Trübe wird mir klar. Du bist mein Licht.
unser Gott ist groß. Er ist der dreieinige Gott und er kann alles neu machen, genauso wie er jeden Planeten in Existenz gerufen hat mit nur einem Wort. Und er kann uns heute Abend berühren, da wo du bist. Singst du mit mir? Oh, 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 oh. Lass uns das aussingen über unsere Stadt. Alles neu, Jesus, du machst alles neu, alles neu.
Lass uns das proklamieren, weder hohes noch tiefes. Weder hohes noch tiefes, weder Tod noch Leben kann mich reißen aus deiner Hand. Weder hohes noch tiefes.
bei dir find ich Frieden, der für immer bleibt. Nur bei dir find ich Ruhe, die mein Herz heilt. Ich bin so lang gerannt, in Gedanken verfangen, hab's endlich erkannt, du hältst mein Herz in der Hand. Nur bei dir bin ich daheim. Nur bei dir bin ich daheim. Nur bei dir bin ich daheim. Wir von One Heart, wir haben einen Traum. Und ich glaube, wir leben den Traum heute mit euch. Danke, dass ihr gekommen seid. Dieser Traum gründet sich auf einen Bibelvers. Und das ist ein Gebet unseres wunderbaren Jesus. Er betet, bevor er diese Welt verlässt, betet er in Johannes 17, 20 bis 21, das Gebet: Vater, schenk ihnen Einheit, die an meinen Namen glauben, so wie du, Vater, und ich eins sind. Und dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast. Ein Schlüssel, der uns schon lange abhanden gekommen ist: Einheit. Dass wir mit denen, die Jesus lieben, zusammenstehen. Dass wir um jeden Preis Brücken bauen. Dass wir um jeden Preis dem anderen in die Augen sehen, mit ihm beten und nicht Recht haben müssen. Wir dürfen unseren Nächsten stehen lassen, mit ihm eine Weile gehen. Denn wir sind unterwegs zu dem, der uns gemacht hat. Und ich glaube, dass Köln eine Veränderung erleben kann. Dass Menschen es ihnen leichter fällt, Jesus kennenzulernen. Aber wir stehen ihnen im Weg. Du und ich. Die wir manchmal Grabenkämpfe ausführen, die da draußen keiner versteht. Wir haben theologische Diskussionen bis tief in die Nacht und manchmal auch seit Jahrhunderten. Und Menschen da draußen sind sehnsüchtig auf der Suche nach Hoffnung, sind sehnsüchtig auf der Suche nach Jesus. Jesus heilt heute noch Herzen. Jesus rettet heute noch. Wir haben einen Traum. Lass uns zusammenstehen als Christenheit. Ob du katholisch bist oder evangelisch oder freikirchlich. Lasst uns unseren Stolz brechen. Mit nur einem Ziel. Damit Köln erkennt, wer Jesus ist. Und dass er lebt und heute noch die Tür offen steht für den Himmel. Der Himmel ist nur ein Gebet weit entfernt. Nur ein Gebet. Der Schächer am Kreuz hing neben Jesus. Und alles, was er sagte, war: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er war der erste Mensch, der im Himmel Platz gefunden hat. Da draußen sind Menschen, die brauchen Hoffnung. Und sie werden sie finden durch unsere gelebte Einheit. An der Liebe untereinander wird man erkennen, dass wir zu ihm gehören. Seid ihr dabei? Wir
Wir haben reich gedeckte Tische, als wenn das selbstverständlich wär. Schutz und Wärme, ein Zuhause, wir können uns wirklich nicht beschweren. Wir sind Freunde, wir sind Nachbarn, uns beziehungsweise nah. Wir haben Väter, Mütter, Kinder, alle Wunder sind doch da. Warum tanzen wir nicht? Warum lachen wir nicht? Warum feiern wir nicht gemeinsam? Warum singen wir nicht? Warum beten wir nicht? Warum feiern wir nicht gemeinsam? Wir sind zutiefst geliebte Kinder von dem Schöpfer aller Welt. Und als Könige und Priester, so hat er uns dargestellt. Wir sind glückliche Erlöste, sind von Schuld und Scham befreit. Und was war unverdient Geschenkte, sind Bürger des Himmelreichs. Warum tanzen wir nicht? Warum lachen wir nicht? Warum feiern wir nicht gemeinsam? Warum singen wir nicht? Warum beten wir nicht? Warum feiern wir nicht gemeinsam? Oh.
Liebe Freunde, was für eine Nacht. Mein Name ist Matthäus, ich bin katholischer Priester und mit einem Team bin ich verantwortlich für die Jugendseelsorge hier in dieser Stadt und für die Studenten auch. Ich bin unglaublich froh heute Nacht, auch wenn ich euch jetzt gerade nicht sehe, weil das Licht so blendet, aber es ist unfassbar, hier zu sein und das zu tun, was wir tun, Gott zu feiern. Ich darf euch begrüßen. Ich heiße Daniel Fahn und ich arbeite als Pfarrer in Ausbildung für die evangelische Kirchengemeinde hier in Köln. One Heart ist aus einem gemeinsamen Traum entstanden, nämlich mit Menschen aus verschiedenen Glaubenserfahrungen etwas Besonderes zu feiern. Am Anfang dachten wir nicht im Vorbereitungskreis, dass das im Kölner Dom möglich wäre. Deswegen gilt unser Dank zuallererst an alle Menschen, die das möglich machen. Vielen Dank. Heute sitzen oder stehen wir im Kölner Dom. Und jede und jeder von euch hat eine einzigartige Geschichte. Und vielleicht habt ihr schon eine Erfahrung gemacht mit etwas, das wir heute groß werden lassen wollen. Nämlich die Erfahrung, die zeigt, dass etwas größer ist als wir selbst. Dass etwas größer ist als wir selbst. Manche sagen dazu Gott. Andere finden es in der Kunst, in der Musik, mit Menschen, haben auch andere Namen oder Ausdrücke dafür. Und doch machen wir Menschen die Erfahrung von Schönheit. 6 Millionen Menschen besuchen jährlich diesen Kölner Dom und machen diese Erfahrung von Schönheit. Ob man an Gott glaubt oder nicht, dieser Bau hier macht was mit einem. Dieser Bau macht was mit einem in dieser Beleuchtung. Und ich glaube, dass diese Erfahrung, ob mit diesem Gebäude, ob in der Musik eben oder auch nur in einer Liedzeile, eine scheinbar kurze Begegnung mit einem Menschen unser Herz verändern kann. Diese vielfältigen Erfahrungen an Schönheit nenne ich Gott. Und dieser Gott möchte uns heute begegnen. Ob wir diese vielfältigen Glaubenserfahrungen gemacht haben oder nicht, wir wollen dabei groß machen, was uns im christlichen Glauben und im Leben allgemein vereint. Nämlich die Liebe, nämlich dass die Liebe uns Menschen verbindet. Und diese Liebe hat die Kraft, alles zu verändern. Liebe Freunde, wir sind hier aus, ich bin sicher, sehr, sehr unterschiedlichen Kontexten. Also auch optisch unterscheiden wir uns schon. Aber wir sind aus der evangelischen Landeskirche, aus Freikirchen. Wir sind Katholiken. Wir sind unterschiedlich. Und ich behaupte, vielleicht ist es dem einen oder anderen zu schnell gegangen mit der Einheit. Was wir meinen, ist nicht so eine Kuscheleinheit. Dass man sagt, ungefähr sind wir alle gleich. Ungefähr schauen wir in dieselbe Richtung. Nee, das meinen wir nicht. Wir werden auch unterschiedlich bleiben und wir dürfen es auch. Aber was der Thomas schon sagte und um was wir heute Abend vor allem beten wollen, ist eine Einheit, die anders ist, als die Welt sie kennt. Jesus sagt, so wie ich und der Vater eins sind, so sollt ihr eins sein. Und Pater James hat gesagt,
Das ist supernatural. Das ist überirdisch. Man könnte sagen außerirdisch. Es ist keine Einheit, die man auf irgendeinem Stück Papier aufschreiben kann und dann ist es so. Oder die man planen kann oder irgendwie demokratisch beschließen kann. Das funktioniert nicht. Es ist tatsächlich ein Geschenk Gottes. Und Jesus Christus sagt, wenn die Menschen euch eins sehen, dann glauben sie an mich. Und deswegen wollen wir heute Abend genau darum beten. Wir wollen darum beten, dass Gott uns den Geist seines Sohnes gibt, der etwas schafft, was, wenn wir ganz ehrlich sind, alleine nicht unbedingt schaffen. Nämlich den anderen und die Andersheit des anderen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, jeder von uns ist ein bisschen komisch, ja? Die Andersheit zu lieben. Und um das zu tun, brauchen wir das Gebet, aber wir brauchen irgendwie ein gemeinsames Fundament. Wir sind alle unterschiedlich, okay, aber es gibt etwas, was uns eint, vor jeder Leistung, die wir erbringen. Ihr steht übrigens auf einem Fundament im Kölner Dom. Wir hatten ein bisschen Angst, dass die Bässe hier alles zum Wanken bringen. Aber nein, der Dom steht auf 17 Metern Granit. Und es geht jetzt um das Fundament, auf dem wir alle stehen. Ein Fundament, das den christlichen Glauben trägt, ist für mich die Person Jesus Christus. Neben vielen Beschreibungen und Namen, die man Jesus gegeben hat, ob nun Gottes Sohn, König, Erlöser oder Herr, ist Jesus für mich auch ein Mensch. Ein Mensch wie du und ich. Und gerade darin liegt für mich diese tiefe Erkenntnis, dass ich trotz allem angenommen bin. Denn dieser Gott schwebt nicht irgendwo da oben, sondern Gott sieht und hört dich. Gott, der und die so vielfältig ist und wirkt in der Heiligen Geistkraft und im Menschen Jesus und deutlich macht, Gott kennt das Menschsein. Weil Gott selbst ein Mensch geworden ist, genau deshalb sieht Gott dich. Gerade. Gott sieht deine Hoffnung und Freuden im Leben, aber er sieht auch deine Ängste, dein Scheitern. Gott sieht deine Sehnsüchte und das, was dir mal nicht so gut gelingt im Leben. Gerade deshalb hört auch Gott dich. Gott hört dein Lachen, dein Jubeln. Und Gott hört auch deinen Zweifel und deine Anfragen an das Leben. Gott hört dein Weinen und tiefes Seufzen, wenn du nicht mehr weiter weißt. Wenn die Last der Welt dich zu erdrücken scheint und gerade hier nimmt Gott jeden und jede an und kennt dich und ruft dich bei Namen, meist leise, du bist geliebt. Du bist geliebt, unabhängig von unserer Herkunft, sexuellen Orientierung oder mit unseren vermeintlichen Guttaten. Dieser christliche Glaube trägt, weil ich tief im Herzen wissen darf, dass ich trotzdem geliebt bin. Weder meine Ängste, mein Scheitern noch mit dem, was mir vermeintlich gut gelingt im Leben, bestimmen mich. Bestimmen mich als Menschen, sondern ich bin angenommen von Menschen, die dich lieben. Von Gott, es sind diese wenigen Momente, die es klar machen, dass du geliebt bist. Heute in diesem Augenblick im Kölner Dom kann so ein Moment sein, in der wir der Liebe weiten Raum geben wollen. Wir haben lange überlegt, was sagen wir euch als Initiatoren dieses ganzen Dings hier, was sagen wir euch jetzt, wie es weitergeht. Ich meine, wir erleben jetzt hier eine wunderschöne Nacht im Kölner Dom und dann drücken wir euch Flyer in die Hand oder keine Ahnung. Sagen wir, geht zu den Katholiken, geht zu den Protestanten, nee, geht dahin, machen wir 8 verschiedene Stände auf. Weiß ich nicht. Nein, wir wollen das nicht tun. Wir wollen aber alle einladen, die eine Ahnung haben, dass in diesem Jesus Christus wirklich Sinn ist, leidenschaftlich danach zu suchen.
wo und wo sollst du suchen? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, weil dein Weg mit Gott ist heiliger Boden. Und deswegen laden wir euch ein, diesen Jesus Christus zu suchen. In welcher Kirche, weiß ich nicht. Aber ein paar Dinge braucht man. Man braucht eine Gemeinschaft. Man braucht ein bisschen Input von außen. Man braucht ein Minimum an Gebet, um diesen Jesus Christus wirklich nachzufolgen. Und wir wollen dich heute ermutigen, falls du nach Sinn suchst im Leben, es mit ihm zu probieren. Meine Erfahrung ist, es lohnt sich wirklich. Und jetzt, liebe Freunde, wollen wir gemeinsam tatsächlich beten. Wir, ein paar Katholiken von uns waren in Lissabon beim Weltjugendtag. 1,5 Millionen Menschen haben dort in der Stille gebetet. Wir wollen jetzt das im Kölner Dom auch tun. Wir wollen eine Minute lang leidenschaftlich beten. In der Stille. Und wir wollen wirklich um dieses super außerirdische Geschenk der Einheit beten. Beten wir jetzt gemeinsam und feiern wir weiter unseren Glauben. Mehr zu dir, mehr, mehr zu dir.
Lass uns unserem guten Vater im Himmel mal einen richtigen Applaus geben. Können wir das machen? Testament steht, dass Gott die Liebe in unsere Herzen durch den Heiligen Geist ausgeschüttet hat. Er selbst ist Liebe. Wir dürfen seine Liebe erfahren und annehmen. Ganz herzlich den Philipp Scheppmann begrüßen. Er ist dieser wunderbare Sprecher, der die Texte liest.
Super, dass du dabei bist, Philipp. Psalm 67, dem Chorleiter mit Saitenspiel, ein Psalm, ein Lied. Gott, sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns, dass man auf der Erde erkenne deinen Weg, unter allen Nationen deine Hilfe. Es sollen dich preisen alle Völker. Gott, es sollen dich preisen die Völker alle. Es sollen sich freuen und jubeln die Völkerschaften. Denn du wirst die Völker richten in Geradheit und die Völkerschaften auf der Erde. Du wirst sie leiten. Es sollen dich preisen alle Völker. Gott, es sollen dich preisen die Völker alle. Die Erde gibt ihren Ertrag. Gott, unser Gott, wird uns segnen. Gott wird uns segnen. Und alle Enden der Erde werden ihn fürchten.
see our desire, the hunger in our hearts. Fall down in mercy, fall down in grace, for we are thirsty, we long for your embrace. This is the day. Herrlich, was für ein schönes Wohnzimmer hier. Es ist so schön mit euch. Wir wollen einen Song singen über unseren König. König Jesus, der gekommen ist, der uns begegnet, der einziehen will in unsere Herzen. Ist, der sich aufmacht und weit in die Fremde zieht, und zu suchen, die, die er von Herzen liebt. Denn ich ruf, wie es auch der Letzte seiner Freunde weit ist, der voll Sehnsucht und von Freude mich in die Arme schließt. Wer so ist, ist wahr königlich, diesen König liebe ich. Thank you.
vieler Herkunft bin. König, der dem Tod den Sarg sieht, ihn als Erster ein für alle Mal besiegt. Ich bin König, der den Weg geht, der noch nie gegangen ist, weil dieser Weg für uns der Weg in die Freiheit ist. Also ist es wahr, königlich, diesen König liebe ich. Also ist es wahr, königlich, diesen König liebe ich. Es gibt im Neuen Testament eine Geschichte vom Lahmen am Teich Bethesda. Und dieser Lahme, der ist schon 38 Jahre an diesem Teich und er wartet darauf, dass jemand ihn zum Teich trägt, weil von Zeit zu Zeit ein Engel des Herrn dort erscheint und der, der zuerst hineinkommt, der wird gesund. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Jesus kommt dazu, weil dieser Lahme nun mal keinen hat, der ihn dorthin tragen kann, kommt Jesus in die Szene und fragt ihn, was soll ich dir tun? Was soll ich dir geben? Und dieser lahme Mann erzählt ihm seine ganze Leidensgeschichte. Es ist alles, was ihn so bewegt und dass ihm keiner hilft und dass er ganz alleine ist und dass er eigentlich grundlos leidet. Und was macht Jesus? Er macht ihn gesund. Und dieser Lahme geht von dieser Stätte und freut sich und erzählt es überall. Wir wollen für euch einen Song spielen, der heißt, das Wasser bewegt sich. Und ich glaube, dass in dieser Zeit heute noch Gott heilt. Er heißt Jahwe Jireh, der Gott, der heilt. Und wenn dich irgendetwas quält, wenn du etwas hast, was dich irgendwie umhertreibt und wo du denkst, da brauche ich wirklich Hilfe, nimm dieses Lied, hör zu, sing mit, wenn du kannst. Und glaube daran, dass Gott heute an diesem Tag dich gesund machen will und etwas für dich tut. Wir wollen dieses Lied spielen. Das Wasser bewegt sich. Es ist nur schwach zu sehen. Wir sind noch nicht am Ende, denn jetzt ist der Moment. Das Blatt hat sich gewendet, das Blatt hat sich gewendet, das Wasser bewegt sich, wach auf und erhebt dich. Wenn du es nicht glauben kannst, schau ganz genau hin. Das Wasser bewegt sich, sag nie mehr, es geht nicht. Wenn du nicht mehr laufen kannst, dann trage ich dich, dann trage ich dich hin. Tauch ganz
Wie lang haben wir gewartet? Es soll kein Schmerz mehr sein. Wir können leben, wir können leben. Das Wasser bewegt sich, wach auf und erhebt dich. Wenn du es nicht glauben kannst, schau ganz genau hin. Das Wasser bewegt sich, sag nie mehr, es geht nicht. Wenn du nicht mehr laufen kannst, dann trage ich dich, dann trage ich dich hin. Wenn du es nicht glauben kannst, schau ganz genau hin. Das Wasser bewegt sich. Wenn du nicht mehr laufen kannst, dann trage ich dich hin. Das Wasser bewegt sich. Wach auf und erhebt dich. Wenn du es nicht glauben kannst, schau ganz genau hin. Das Wasser bewegt sich, sag nie mehr, es geht nicht. Wenn du nicht mehr laufen kannst, dann trage ich dich, dann trage ich dich hin. Was für ein Abend, was für ein Moment. Das Wasser bewegt sich, Gott bewegt etwas und wir wollen jetzt voller Vertrauen und voller Glauben als Vertreter verschiedenster Kirchen gemeinsam beten. Wir wollen Fürbitte leisten für die verschiedensten Kirchen und ich lade euch ganz herzlich ein, mitzubeten. Vater, ich danke dir dafür, dass wir als Christen, die wir hier versammelt sind, Teil der Geschichte deines Volkes Israels sein dürfen. Herr, und jetzt kommen wir zu dir und wir bitten dich darum, Herr, segne dein Volk. Ich danke dir auch für all die verschiedensten Kirchen. Ich danke dir für die Landeskirchen und ich danke dir für ihren Mut und für die lange Zeit, für all die Generationen, Herr, die schon seit so langer Zeit dein Wort verkünden und es bewahren und es noch heute teilen. Vater, ich bitte dich darum, Herr, dass du all die Kirchen segnest, dass du ihnen immer wieder neuen Mut schenkst und dass du sie immer wieder mit deinem Heiligen Geist erfüllst und zu neuem Leben erwächst. Amen. Amen. Gott, du siehst die jungen Menschen, die heute zusammengekommen sind, um dich zu feiern. Überall aus Köln und Umgebung in Deutschland sind sie gekommen als eine vielseitige und bunte Gemeinschaft mit verschiedenen Konfessionen. Bei dir läuft alles zusammen, denn du bist unser gemeinsamer Nenner. Lass uns die zahlreichen Farben und Talente sehen, mit denen du uns beschenkt hast und erkennen, dass jeder einzigartig ist. Wir bitten dich, dass du uns ein Herz gibst, diese Vielfalt zu bewahren, einander zu respektieren und uns gegenseitig zu unterstützen. Amen. Vater, du sagst, wenn wir in Einheit zusammenkommen, dann erhörst du unsere Bitten. Deshalb bitten wir dich um Frieden auf der ganzen Welt, aber auch um Frieden in unseren Herzen. Wir bitten dich für unsere Regierung, um Weisheit, um Barmherzigkeit und Vernunft bei all ihren Entscheidungen, die in dieser politisch angespannten Zeit zu treffen sind.
richte ihren Blick auf dich und schenke ihnen Orientierung. Denn all der Segen, den wir haben, kommt von dir. Schenke unserem Land und all ihren Menschen noch weitere viele Jahre des Friedens. Amen. Es gibt einen Mann in der Bibel, der heißt Hiob. Und er musste Dinge erleben, die wir hoffentlich niemals erleben werden müssen. Aber das Schöne ist am Hiob, in all seinem Leid, in all seinem Nichtverstehen Gott gegenüber, hat er die Freundschaft mit Gott niemals aufgegeben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß nicht, in welcher Situation du stehst, aber manchmal geht es nicht alles glatt und wir kommen in schwierige Situationen. Aber wir dürfen wissen, dass wir einen Erlöser haben und dieser Erlöser erlebt. Wir wollen mit euch dieses Lied singen: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht.
Wir möchten gar nicht gehen. Wir möchten eigentlich die ganze Nacht jetzt weitermachen. Aber wir sind Gäste hier in diesem Dom. Und da gibt es viele Sicherheitskräfte, die auch Feierabend haben müssen. Und wir haben Techniker, die hier noch sehr, sehr lange abbauen. Deshalb kommen wir jetzt zum Ende. Wir wollen nicht diesen Abend beenden, ohne Danke zu sagen. Ein dankbares Herz ist ein wichtiger Bestandteil. Und wir wollen zuallererst den Leuten aus dem Dom, den Verantwortlichen, Dankeschön sagen. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir hier sein dürfen. Danke, danke, danke. Yes. Und wisst ihr, wie wir die Leute aus dem Dom heute ehren können? Wir können sie eben, indem wir gleich, nachdem das letzte Lied gesungen wurde, ziemlich zügig diese Räume verlassen. Darum wurden wir gebeten und weil wir sie ehren, machen wir das so, oder? Kommt gut heim, seid behütet, seid gesegnet, bleibt begeistert von unserem großen Gott. Amen.